Schöner, aus Gottes Gegenwart, Herr, danke für diese Gnade. Danke für die Gnade, dass wir in der Lage sind, deine Gegenwart zu spüren, dich zu spüren, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen um die Wirkung deines Heiligen Geistes auf dein Wort. Herr, ich bitte dich, dass du blinde Augen aufmachst, taube Ohren öffnest. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du uns ergreifst. Vater, dass wir nicht nur ein Predigt hören und Fakten aufnehmen und Notizen schreiben, sondern dass wir hören, wirklich hören. Herr, gib uns Ohren zu hören, Herr, denn in dein Wort hören heißt auch tun. Vater, hilf uns, weil wir dich lieben, weil du würdig bist. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Mittwoch habe ich über Buße gesprochen und ich komme nicht davon weg, was das so eine verlorene Erkenntnis ist. Und wir haben gelesen, ich zitiere ein paar Stellen, wo Gott sagt in der Apostelgeschichte, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Und am Pfingstentage hat gesagt, tut Buße und lasst euch taufen in den Namen Jesus. Und ihr werdet Vergebung der Sünde haben und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann Apostelgeschichte 17 lesen wir. Apostelgeschichte 17, Acts 17, Vers 30. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Acts 17, Vers 30. Paul's preaching in Athens to the intellectual people there. Er sagte, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Ungewissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Er gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. In Deutschland, in Amerika, in China, in New Beginnings, Berlin, in Berlin insgesamt. Er gebietet alle Menschen Buße zu tun. So was heißt das? Wenn Gottes Geist, das kommt mir jetzt gerade spontan, wenn Gottes Geist uns von Sünde überführt, ich möchte das alle jetzt zuhören, alle und mich anschauen. Wenn Gottes Geist uns von einer Sünde überführt, und wir sagen, nein, ich tue kein Buße. Wir sündigen, wir sind ungehorsam. Wir gehen gegen ein Gebot Gottes. Das nimmt mir den Atem weg. Das bringt Ehrfurcht Gottes. Wenn er sagte, er gebietet alle Menschen Buße zu tun, wenn es ein Gebot von Gott ist, dass wir Buße tun, und er überführt uns von irgendetwas, ganz klar, nicht, naja, ist das okay, ist das ganz deutlich und klar, das ist, was der Heilige Geist macht. Und wir sagen, nein, ich mach weiter mein Ding. Das ist ein Ungehorsam gegen Gottes Befehl. Was ist Buße? Wenn er uns gebietet, Buße zu tun, umzukehren, vielleicht ist ein besseres Wort auf Deutsch, was bedeutet das? Bedeutet in Griechisch, dass wir anders denken über die Sünde. Wir verändern unsere Meinung. Wir haben einen Sinneswandel. Wir denken anders als vorher über die Sünde. Wir sehen es, wie Gott es sieht. Wie wir Sünde sehen und betrachten, wird anders, wenn wir Buße tun.
wenn Gottes Geist uns überführt von Sünde, wir haben das alle erlebt, mindestens hoffe ich, wir sind überführt von der Sünde und plötzlich merken wir, oh, diese Einstellung, oh Herr, nein, vergib mir. Oh, ich hätte das nicht sagen sollen. Herr, diese, was immer das ist, wir werden überführt und plötzlich, wenn wir da uns öffnen, merken wir, oh, das ist wirklich nicht okay. Auch wenn alle sagen, dass es okay ist. Auch wenn wir vorher gedacht haben, irgendetwas war okay, wie wir uns verhalten haben, unser Wortschatz, unsere Freizeitbeschäftigung, unsere verschiedene Dinge, die wir machen, wo man denkt, na, das war nicht so ein schlimmer Sünde. Ach, Gott sieht darüber hinweg. Es steht hier, wir haben gelesen, früher hat er ein bisschen mehr Freiraum gelassen, aber nachdem Jesus starb am Kreuz und auferstanden ist, er sagte, er gebietet alle Menschen, Buße zu tun, umzukehren. Buße heißt, ich bin in eine Richtung, ich merke, oh, das ist falsch, da will ich gar nicht hin. Ich beende meinen Gedanken darüber und ich kehre um und ich gehe Gottes Weg. Das ist Buße. Und wenn wir anfangen, ich gebe ein, für uns ist eine kurze Wiederholung vom Mittwoch, aber nicht für alle. Wenn wir anfangen, anders über Sünde zu denken, dann verändern sich unsere Gefühle über die Sünde. Das, was wir vorher als nett fand, ist jetzt nicht schön. Das, was wir vorher geliebt haben, fangen wir an zu hassen, wenn echte Buße und Umkehr da ist. Wenn wir anfangen, durch Gottes Augen die Sünde zu sehen, durch sein Wort und durch seinen Geist, und wenn wir sagen, ja Herr, ich möchte Dinge sehen, wie du die siehst. Wenn wir die Welt betrachten, wie viele Leute können nicht verstehen, wieso Gott alles so streng sieht. Wieso schickt er Leute in die Hölle? Und es steht, dass er Menschen in die Hölle schickt übrigens. Jesus hat gesagt, fürchte dich nicht vor dem, der den Leib töten kann, sondern fürchte dich vor dem, der den Leib töten kann und deine Seele, dich in die Hölle, in die ewige Hölle werfen kann. So, aber die Welt, die Menschen ohne Jesus, die keinen Buße getan haben, die können nicht verstehen, wieso Gott das so genau sieht. Wie, was ist die große Sache dran? Und wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, wir fangen an zu sehen, Gott, du hast recht. Du hast recht. Und ich möchte jemanden betrachten, ich schaffe das alles heute nicht. Ich werde ein Teil davon jetzt und nächste Woche weiter mit dieser Geschichte. Aber hier sehen wir ein Beispiel von einem Menschen, der die Sünde nicht so ernst genommen hat, konnte nicht verstehen, wieso, Gott, siehst du das so ernsthaft. Und wenn wir diese Geschichte lesen, ich denke, manche von uns, vielleicht das allererste Mal, haben gedacht, ja, aber Herr, wieso siehst du das so extrem? Weil Gott Sünde anders sieht. Ja. Gott ist heilig, Gott ist rein, das sind wir nicht. In Jesus sind wir. Wenn eine, früher hatten sie, wo sie mit der Hand gewaschen haben, und man könnte Dinge ganz weiß kriegen, wenn du Bleiche benutzt hast. Richtig strahlend weiß, aber ohne Bleiche, mit der Zeit wird diese weiß nicht so weiß. Und eine Hausfrau, die keine Bleiche hatte, weil sie kein Geld hatte, sie hat immer gewaschen mit Weiße und denkt, mein Kleider, dieses alles ist weiß, bis man sieht, das Vergleich mit einem richtig sauber weißer Bleich. Ich habe von Geschichten gehört von einem Stammvolk und die haben nie Schnee gehabt. Und die Missionare haben sich von Jesus gesprochen. Ich glaube, wir haben es sogar gesungen, du wäschst mich weißer als Schnee, Jesus Blut. Aber Schnee haben sie nie gesehen. Und dann ist einer irgendwo auf eine Reise gegangen, hat zum ersten Mal Schnee dort gesehen, frisch gefallen, weiß, glänzend in der Sonne. Und dann war es ihnen klar, das ist, was es heißt. Jesus wäscht meine Sünde weiße aus Schnee. So eine weiße, reine Sache. Und das
ist, wie Gott die Sünde sieht, umgekehrt. Wir sagen, naja, so ein bisschen. Oh. Er sagt, nee, ist schrecklich, sündhaft, zerstörerisch, unverträglich für ihn. Aber Jesus' Blut wäscht uns, weiße aus Schnee. Halleluja, weiße aus die schönste Schnee auf die Alpen. Unsere Seele, nicht unser Körper. Ich möchte 1. Samuel ein Teil davon lesen. 1. Samuel Kapitel 15. Und ich werde heute, es ist nicht möglich, auf viele Einzelheiten einzugehen. Das möchte ich nächste Woche, wenn Gott so weiter das mir im Herzen hat. Weil hier ist so viel drin. Aber so kurz Zusammenfassung für die, die Geschichte, die nicht so kennen. 1. Samuel ist nach Joshua, nach Richter. 1. Samuel ist after Joshua, after Judges. Saul war der erste König Israels, als Gott ihn gesalbt hat, König zu sein. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, er hat prophezeit. Gottes Geist war auf ihm. Und durch seine Geschichte war er Gott immer wieder ungehorsam, äußerlich gläubig, aber innen drin nicht gehorsam. Und hier ist die Geschichte von das letzte Mal, die hier geschrieben ist, wo Gott richtig die Konsequenzen gezogen hat. Und die Geschichte ist, Gott hat, ich überlege immer, ist es schneller zu erzählen oder zu lesen? Ich glaube, wir lesen 1. Samuel Kapitel 5, Vers 1. 15, Vers 1. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr Schein, ich will strafen, was Amalek an Israel getan hat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als er aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Eseln. Nächste Woche sage ich ein bisschen mehr dazu, aber Gott hat ein Gebot Samuel gegeben. Samuel hat durch den Propheten Samuel hat Saul ein Gebot gegeben. Und was war dieses Gebot? Vollstrecke den Bann. Vollstrecke den Bann ist ein biblischer Ausdruck, das heißt, vernichte alles, töte alles, lass nichts atmen bleiben. Und das war das Gericht Gottes, deswegen. Gott wollte dieses Volk richten vor ihrer Bösheit. Und ich sage ein bisschen mehr nächste Woche drüber. Es gibt einen Hintergrund. Wenn Gott uns was sagt in sein Wort, war das Gottes Wort, wo Samuel sagte, der Herr, die Stimme, des, er sagte, hör nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Das ist Gottes Wort. Jetzt haben wir auch hier Gottes Wort geschrieben. Gott etwas sagt, er hat einen Grund, warum. Und auch wenn Saul vielleicht nicht verstanden hat, er hat schon, er wusste die Geschichte, aber er hat es nicht so ernst genommen, dass Gott gesagt. Wenn ich die Bibel lese, lesen wir und sagen, Gott sagt das. Oder lesen wir, naja, so eine Geschichte, ja, das ist gut, das wäre gut zu tun, das hilft mein Leben, da habe ich ein besseres Leben, da geht es mir besser. Gute Vorsätze. Gute Richtlinien. Oder lesen wir die Bibel, wir. Und sagen, das ist Gottes Wort. Das ist Gott, der die Welt geschaffen hat. Gott, der die Erde geschaffen hat. Er gibt mir sein Wort. Saul hat Gottes Wort gehört. Und er hat einen Auftrag bekommen als König, als der Leiter Israels. We're in 1 Samuel chapter 15. Und was ist passiert? Er ging hin, die haben alle getötet von das Volk, wie Gott sagte. Die haben alle Vieh getötet, wie Gott sagte, außer der König Agag hat Saul an Leben gelassen und die Beste von das Vieh.
hat er und das Volk am Leben gelassen. Bewusste Ungehorsam zu Gottes Wort. Aber sie haben es rechtfertigt. Naja, die sind gute Schafe, gute Vieh. Wir können die am Leben erhalten und als Opfer zum Gott bringen. Er mag schon Opfer, er mag schon Opfer auf den Altar, Blutopfer. Da können wir die am Leben. Ist es zu schade, die umzubringen, diese schönen Schafe? Dann behalten wir die. Das ist, wo wir anfangen, wirklich in Probleme zu kommen. Wo wir anfangen zu sagen, ja, aber wieso sagt Gott das? Weißt du, was man letztendlich sagt, wenn du, ich rede du jetzt, du und ich, wenn wir Gottes Wort ins Frage stellen, letztendlich sagen wir, Gott, ich weiß es besser. Das ist, was Sünde ist. Ich weiß es besser, ich will tun, was ich will. Ich will tun, was ich will. Wisst ihr, ein Hauptproblem mit Umkehr und Buße ist, dass allgemein Menschen die Sünde nicht so ernst nehmen wie Gott. Ich wiederhole das. Wenn wir anfangen, die Sünde ernst zu nehmen, wie eine Klapperschlange, dann ist es kein Problem, umzukehren, das zu lassen, weg zu sein. Nicht, dass man nicht versucht ist. Wir werden versucht. Das gehört zu diesem Leben, leider. Aber Saul dachte, er wüsste besser. Und dann Vers 7. Nee, das habe ich schon erzählt, entschuldige. Wir überspringen zu Vers 18. Er lässt alles im Leben. Samuel kommt, Vers 18. Und der Herr, Samuel gibt ihm dann diese Wort, weil Samuel hat gesehen, hier sind die Rinder, hier sind die Schafe. Du hast Gottes Wort nicht gehalten, du warst ungehorsam. Vers 18. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sünden, an die Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Das war Gottes Gebot, das war Gottes Wort. Warum hast du denn die Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist hier über die Beute gefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete ihm, I'm in 1 Samuel chapter 15, 19, 20. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht, und an den Amalekitern den Bann vollstreckte. Ich sage mehr dazu nächste Woche, aber er hat nur halbwegs getan. Und das war auch Sünde. Halbe Gehorsam ist auch Sünde. Aber er hat sich rechtfertigt. Ich habe es getan. Vers 21. Aber das Volk hat von der Beute Schuld geschoben. Das Volk hat von der Beute genommen. Schafe und Rinder, das Beste von Gebannten, um es den Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern, nicht meinem Gott, plötzlich ist es Samuels Gott, deinem Gott zu opfern. Vers 22 und 23 sind die Kernverse für heute. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Vers 22 und 23. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, in Widerspenstigkeit ist Abgötterei im Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sollst, sein sollst. Vers 22. Samuel war ein Prophet. Er hat Gottes Wort hier gesprochen. Wir haben Gottes Wort hier zu uns, wenn wir das lesen. Wir sehen, was Gott über die Sünde sagt. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man die Stimme des Herrn gehorcht? Es ist Gott wichtiger, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir seine Stimme hören. Und in der Bibel, hören und gehorsam sein ist immer gleichgestellt. Ist genauso wie die Kinder. Du sagst, Kind, setz dich hin.
Er hört dich schon, aber er tut es nicht. Er hat dich nicht wirklich gehört. Sag, hör auf mich, setz dich hin. So hören akustisch, die Bibel lesen akustisch, ist nicht, was hier gemeint ist, sondern tun. Gott ist es Liebe, dass wir seinen Wille tun, dass wir ihm gehorsam sind, aus dass wir im Gottesdienst kommen und Geld geben und gute Werke tun. Siehst du? Er wollte es rechtfertigen und das Volk und sagen, na, wir waren ungehorsam, wir wussten, was Gott gesagt hat, aber wir wollen es unseren Weg machen und wir bringen es Gott zu Opfer. Wie viel mal sündigt jemand bewusst ungehorsam und wir sagen, aber ich mache es gut, ich werde ein bisschen mehr Geld spinnen. Ich gehe in der Gemeinde, ich lese meine Bibel ein bisschen, ich bete ein bisschen, ich tue Gutes. Er sagte, er will diese Opfer nicht. Er will gehorsam. Dasselbe mit Kindern. Wenn du Kinder hast und die richtig rebellisch und frech sind, du möchtest, dass sie zuhören, nicht, dass sie dir da irgendein Stück Schokolade bringen. Du kannst Gott nicht locken mit Schokoladestücke von deinen guten Werken. Er sagte, ich möchte gehorsam haben, dass du meine Stimme hörst, mein Wort hörst, dass du es hörst und tust. Das ist, was ihm wichtig ist. Weiter hier, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als Fett von Lämmern. Die Schlachtopfer, das war Anbetung damals. Sie haben Gott angebetet, das war auch eine Hingabe, das war auch ein Befehl Gottes, die Schlachtopfer zu bringen, weil es Jesus Blut darstellte. Aber er sagte, das nützt dir nichts, wenn du nicht gehorsam bist. Ich möchte deine Gehorsam haben. Diese Wort, hör zu. Diese Wort, wo er sagte, er möchte, dass du der Stimme des Herrn gehorcht hast. Und auch immer wieder, wo er sagt, du hast das Wort des Herrn nicht gehört. Dieses Wort, dieses hebräische Wort, ist dasselbe Wort für die 10 Gebote, die 10 Worte Debar. Das heißt, es ist Gottes Wort. Es ist was Verbindliches, direkt von Gott. Dasselbe Ausdruck für Prophetien, für Gebote. Wie Gott souverän spricht. Und zu hören, diese Folgsamkeit, diese Wurzel von diesem Wort heißt, die Ohren zu spitzen. Spitzen wir die Ohren, wenn Gott zu uns redet? Oder sagen wir, naja, habe ich nicht so gut gehört. Spitzen wir die Ohren zu spitzen, dass wir beachten, dass wir aufmerken, dass wir zuneigen, hinzuhören. Gut bemerken. Und wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott lieben, wenn wir die Ehrfurcht Gottes haben und wir sind alle dabei, noch mehr da zu wachsen, dann hören wir, wenn er was sagt. Er sagte, Vers 23, denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein soll. Dieser Wort verworfen ist ablehnen, verachten, verwerfen. Er hat Gottes Wort abgelehnt. Und dann hat Gott gesagt, deswegen bist du nicht mehr König. Ich lehne dich ab als König. So, wenn wir ungehorsam sind, wir verwerfen Gottes Wort, verachten Gottes Wort. Aber hier ist eine ganz heftige Aussage, Vers 23, Vers 23. I am going to preach in English next. Denn ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei, in Widerspenstigkeit ist Abgötterei in Gottesdienst. Dietz, ein hebräischer Gelehrte in seinem Kommentar sagte, das steht nicht auf Hebräisch wie.
obwohl es ein Vergleich ist. Er sagte, denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist Abgötterei und Götzendienst. Das heißt, wenn du und ich bewusst, ich rede von bewusst, ungehorsam sind zu Gottes Wort, ist es wie Wahrsagerei. Dann kannst du hinlaufen zu einem Wahrsager. Tischo. Widerspenstigkeit, diese Sturheit. Ich mache, was ich will. Er sagte, das ist Abgötterei, das ist Götzendienst. Und diese Widerspenstigkeit ist Widerspenstigkeit, Sturheit, dass man arrogant ist. Aber diese Abgötterei, das Wort ist ein Wort, ein Haushalt Götze. Persönliche Götze, die man in seinem Haushalt hat. Die Heiden, die hatten die Tempel mit ihr Götze drin, aber die hatten auch, wie in manchen Ländern in Afrika auch, die haben ein Haushaltgott und auch andere Länder, in indische Länder. Sie hatten ihr persönliche Götze im Haus. Und dieser Wort ist hier benutzt. Das heißt, wenn wir widerspenstig sind, wenn wir Gott ungehorsam, bewusst ungehorsam sind, ist es wie, als ob wir ein kleiner Götze in unser Haus haben. Persönlich Götze. Und die anbeten. Warum? Weil Gott ist Gott. Er hat das Recht zu sagen, was falsch und gut ist. Er hat uns geschaffen. Er hat, das ist das Problem mit der Menschheit. Der Menschheit denkt, ja, ich habe das Recht zu tun, was ich will. Es ist mein Leben. Es ist mein Körper, es ist meine Entscheidung, mein. Nein, jeder Atemzug, den jeder Mensch hat, ist Gottes Geschenk. Versteht ihr? Wir sehen die Sünde nicht so, weil man nicht versteht, oder nicht wir schon, aber der Menschheit insgesamt sagt, nein, es ist mein Leben. Und dann übernehme ich und ich setze meinen Wille über Gottes Wille. Warum war Gottesdienst so schlimm für Gott? Das war immer wieder die Hauptsünde für das Volk Israel, weil sie Gott abgesetzt haben für ihr eigener Gott. Weil sie was anderes dienen wollte und lieben wollte als der Gott, der sie geschaffen hat, der aus Ägypten herausgeführt hat, als der wahre, lebendige Gott. Die wollten eine tote Sache dienen. Und ich glaube, das war in School of Christ, diese Gesanke, was wir auch mal gehört haben. Wenn du Gott nicht nimmst, wie er ist in sein Wort, sondern ihm zurecht bastelst, deine eigene Idee von Gott, dann hast du auch ein Götze gemacht. Und wie viele Leute heute haben ihre eigene Götze, die Gott heißt, gemacht? Naja, er ist ein alter Mann, er liebt alle, er will, dass es uns gut geht, keiner kommt in der Hölle, er sieht die Sünde nicht so schlimm, er ist gut, ja, er möchte, dass keiner in der Hölle geht, ja, er liebt die Menschen. Aber er ist heilig und rein. Und wir können wissen, wie Gott ist, wenn wir sein Wort lesen. Amen. Und das ist die Hintergrund. So, ungehorsam, bewusst ungehorsam ist, ich lehne Gott und sein Wort ab, weil ich meins machen möchte. Fing mit Lucifer an, ne? Er wollte seinen Weg haben. Er wollte Gott sein. Er wollte sein Thron über alles haben. Er wollte angebetet sein und das hat sich nicht bis heute verändert. So, ungehorsam ist eigentlich Götzendienst, weil es hebt unser Selbstwille hoch aus Gott, über Gott. Sünde und Ungehorsam letztendlich sagt, ich setze auf den Thron. Ich will nicht, dass Gott über mein Leben herrscht. Wie viele sehen wir das auf dieser Welt? Ich will nicht, dass Gott mir sagt, wie ich leben soll. Ich entscheide. Und ich habe das Recht dazu. Und wenn man anfängt, diese Kontrast zu sehen, Gott, der Schöpfer, der alles geschaffen hat, der uns alles Gutes gibt, uns am Leben hält, dieser Gott
und unser kleines Leben, wir sagen, ich will ihn aber nicht, ich mach meins. Was für eine Frechheit ist nicht das Wort. Eine Sünde, eine Überheblichkeit. Und Gott toleriert das nicht. Er hat lange Geduld, aber es wird ein Tag kommen, wo wir, jeder Mensch, vor Gott stehen wird und antworten wird für sein Leben, wie er gelebt hat. Und nur durch Jesus haben wir überhaupt die Möglichkeit, vor Gott zu bestehen, in Jesu Gerechtigkeit. Was letztendlich die Sünde ist, dass man verweigert, der Schöpfer das Recht, Gott zu sein. Er hat das Recht, Gott zu sein. Er ist Gott. Was ist das Problem? Er ist Gott. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Saul sagte, Gott hat seinen Plan. Er hat mir gesagt, was es ist. Aber ich will anders machen. So wenn ein Mensch sagt, ja, ich weiß, Gott ist Gott und ich soll ihn anbeten, aber ich will nicht, ich will meinen Weg gehen, macht man dasselbe. Letztendlich, wenn wir bewusst, ich rede von Bewusstsündigen und ungehorsam sind, wir sagen Gott, ich weiß, du hast einen Plan für mein Leben, für die Gemeinde, für was immer, aber ich mache, was ich will. Versteht ihr, dann ist die Sünde etwas ganz anderes als, naja, ich habe eine Schwäche, oh, ich kann mich nicht helfen. Wenn Gott sagt, dass etwas Sünde ist, das heißt, du kannst es lassen mit seiner Hilfe. Ich wiederhole das. Wenn Gottes Wort sagt, dass etwas Sünde ist, das heißt, du kannst es lassen mit seiner Hilfe, du kannst umkehren. Ich möchte Jesaja 29, 16 lesen. Isaiah 29, 16. Isaiah 29, 16. Es geht um diese Gedanken, dass der Mensch in seiner Rebellion gegen Gott sagt, ja, ich kann mein eigenes Leben machen, wie ich will. Vers 16. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden, wie das Werk von seinem Meister sagen? Ich lese es nochmal. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgestaltet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht. Verstehst du, das Problem mit Menschen insgesamt ist, sie wollen keine Schuld haben, sie wollen keine Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben, sie wollen nicht Gott gehorsam sein, sondern die einzige Möglichkeit ist zu sagen, es gibt keinen Gott. Und er sagt, wie hirnrissig ist das? Kann den Topf sagen zu dem Töpfer, du hast mich nicht gemacht. Oder, du verstehst einfach nichts. Ich weiß es besser. Gott, du hast Fehler gemacht. Und das ist, was wir in unserer Gesellschaft haben, ihr Lieben. Und das nimmt zu. Zu sagen, der Mensch kann der Maßstab sein, was ich denke. Und abzulehnen, Gott hat dich und mich von Mutterleib, vor Mutterleib gesehen, bevor du geboren warst. Jeremia steht, er war ein Prophet, er war berufen, ein Propheten zu den Nationen zu sein, bevor er geboren war. Er hat dich und mich, jeder Mensch gesehen, bevor wir geboren waren. So, ich möchte ein paar Sünden kurz nehmen, wo das sehr deutlich zu sehen ist. Wo der Töpfer sagt, der Topf oder hier, der Gefäß sagt, Gott, du weißt nicht, was du machst. Sexuelle Sünde. Gott sagt, die Sex ist für die Ehe, nur für die Ehe, ausschließlich für die Ehe, keine Ausnahme, Mann und Frau
für ein Leben. Aber unsere Gesellschaft, unsere Welt sagt, na, jeder kann machen, wie er will. Man soll sich vergnügen. Gott hat es nicht so gemeint. Und letztendlich lehnt er das Recht der Schöpfer ab, zu sagen, so läuft es. Ich habe das für meine Frau, ich habe das für die Ehe, ich habe das für die Familie gemacht. Ich weiß, was am besten ist, ich habe euch geschaffen. Und wenn ein Mensch das ablehnt, er sagt letztendlich, Gott, du weißt nicht, was du machst. Ein Stück Erde, wir sind aus Erde, ihr Lieben, gemacht. Lehnt Gott ab und sein Willen. Auf dem Weg zur Gemeinde heute habe ich eine Werbung gesehen, die ihr alle gesehen habt an den Bushaltestellen, aber vielleicht nicht wahrgenommen haben. Es ist diese Parship, diese, wo man einen Partner findet. Zwei Männer waren da und es stand darauf, nicht, wir suchen Momenten, nicht Matches. Matches heißt Parschaft, dass man ein Paar wird. So, das ist jetzt noch tiefer gesungen. Es geht nicht mehr, ich suche einen Partner, was auch nicht biblisch ist, sondern ich will nur ein Erlebnis mit Männern haben oder Frauen in der. Noch tiefer abrund. Das wird noch tiefer. Wart mal ab. Wisst ihr die Sünde? Es ist wichtig, dass wir die Sünde verstehen. Die Sexualität ist eine von den großen Sünden in unserer Gesellschaft. Das wissen wir alle. Und es ist eine Ablehnung von Gottes Plan, Gottes Weg. Er hat Gründe, warum er sagt, warte bis die Ehe. Er hat Gründe, er liebt uns, er möchte. Er hat Gründe, warum er sagt, bleib verheiratet, ein Mann und eine Frau. Wir sehen alle, was passiert, wenn eine Ehe auseinandergeht. Habe ich auch mit meiner Familie gesehen. Kinder werden enttäuscht, verletzt, getrennt, Herzen gebrochen, so viel anderes. Aber diese Schilde, die ich gesehen habe, ist noch ein Abstieg. Weißt du, ich muss jetzt aufpassen, weil YouTube schaut nach Schlagworte. Wenn eine Frau lieben will, wenn ein Mann lieben will, wir wissen, die Bibel sagt, das ist gegen die Natur, aber es ist etwas anderes. Das ist fast die tiefste Ebene der Rebellion, die ein Mensch haben kann. Weißt du warum? Das wurde mir vor einigen Monaten klar. Weil es geht nicht nur ein Mann und Frau, das ist eine Sünde, wenn du nicht verheiratet bist. Aber diese tiefe Ebene ist, Gott, ich lehne ab, wie du mich geschaffen hast. Ich lehne ab, dass ich eine Frau bin für eine Frau. Ich lehne ab, du hast mich als Frau geschaffen, ich als Mann. Umgekehrt, Mann mit Mann, sie lehnen letztendlich ab Gottes Plan, Gottes Ordnung von der Schöpfung an und sagen, ich lehne es ab. Es ist eine so eine tiefe Ablehnung, Sünde gegen Gott, wie er uns geschaffen hat. Ja, ich fühle mich wie ein Mann mehr. Gott hat dich, wenn du eine Frau bist, Gott hat dich als Frau geschaffen. Und das dagegen sich aufzulehnen, ist ein tiefer Abgrund der Rebellion gegen Gott. Und umgekehrt für die Männer. Aber unser Wert sagt, naja, einfach Erlebnisse haben. Ja, du wirst Erlebnisse haben. Du wirst kaputt. Aber versteht ihr? Unsere Zeit, wir sind, da gibt es eine Agenda, dass man die sexuelle Sünde als normal sieht. Und dann ist die Sünde nicht mehr so schlimm. Ich meine, die lieben einander. Liebe ist Liebe. Gott sagt nein. Nein. Und wenn man anfängt, die Ernsthaftigkeit zur Sünde zu sehen, das ist ein Beispiel, dann braucht man umzukehren und sagen, Herr, das ist nicht, ich bin, ich will, ich fühle, sondern du hast gesagt und du bist mein Schöpfer und du hast mich geschaffen. Bevor Anfang der Welt hast du mich geschaffen. Gott hat einen Plan, ihr Lieben, Gott hat einen Plan für jede von uns hier, jede Anleihen. Gott hat einen Plan, bevor du geboren warst. Und wenn du als Mann
Mann geboren bist, das war sein Plan. Wenn du als Frau, Frau geboren bist, das war sein Plan, das ist kein Zufall. Wenn du als Afrikanerin geboren bist, das war sein Plan, Halleluja. Oder Deutsche, oder China, oder was immer, das war sein Plan. Und unsere Sache ist, Herr, ich möchte dein Wille für mein Leben tun. Ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich nehme deinen Weg an. Aber bis man wirklich die Ernsthaftigkeit der Sünde erkennt, wird man nicht umkehren. Aber wir haben den Heiligen Geist, er hilft uns. Halleluja. Okay. Nächste Woche. Die Bibel sagt, dass es die Güte Gottes ist, die uns zu Böse führt. Römer Kapitel 2. Gott ist gut. Er liebt uns. Deswegen ist Jesus gekommen. Und das Schöne ist, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, Herr, wie ich gedacht habe über diese Sache, ist falsch. Ich kehre um. Ich verändere mein Denken darüber, egal was für eine Sünde das ist. Du hast recht. Dann wird unser Gefühl für diese Sünde sich ändern. Plötzlich ist es nicht mehr so schön. Plötzlich ist es nicht mehr so, naja, das war immer so in meinem Leben. Plötzlich, wenn Gottes Geist anfängt, uns Sünde in unser Herz zu zeigen, sind wir erschüttert. Und dann kehrt man um. Und dann, Halleluja, dann gibt es Vergebung. Dann gibt es der Grund, dass Jesus gekommen ist. Dann gibt es Reinigung von allen Sünden. Dann gibt es eine Veränderung. Neugeboren zu sein, neues Herz, neue Gesinnung. Und wenn wir neu geboren sind, wir fangen an, die Sünde mehr und mehr zu hassen. Je mehr du Gott liebst, und ich Gott liebe, je mehr werden wir die Sünde hassen. Je mehr wir Gottes Wort lieben, je mehr werden wir falsche Lehre und Verführung und Täuschung hassen. Saul hat nicht Buße getan. Er hat mit seinen Lippen gesagt, naja, ich habe gesündigt. Aber er hat Agag dann nicht umgebracht. Das hat Samuel gemacht. Er war nicht konsequent, er hat nur mit seinen Lippen gesagt. Und er hat gesagt, komm, ich möchte, dass die Leute mich ehren. Bleib hier, Samuel. Du siehst, dass jemand auf einen Abgrund geht, zugeht. Was ist die Liebe? Die Liebe ist zu sagen, das ist ein Abgrund. Wenn du weiter diesen Weg gehst, wirst du ewig verloren sein. Du wirst in deine Sünde sein. Du wirst zerstört. Das ist Liebe. Deswegen Gott zeigt uns, was Sünde ist, weil er uns liebt, weil es nicht sein Plan war. Er liebt sie. Deswegen ist Jesus gekommen. Wenn Saul Buße getan hätte, wäre sein Leben ganz anders. Es ist nie zu spät zu sagen, Herr, das ist Sünde. Ich bin rebellisch. Ich merke jetzt, das ist wie Götzendienst. Ich bin mein eigener Gott, mein Wille habe ich über deine Wille gestellt. Bitte vergib mir. Ich will das nicht mehr. Ich glaube an dich, Jesus. Ich komme zu dir. Und dann kommt Jesus mit offenen Armen. Nicht mit einer Rute. Der würde schon geschlagen für diese Sünden. Er würde schon ausgepeitscht, angespuckt. Hat sein Blut schon gegeben, damit wir frei sein können, damit wir neues Leben haben können. Das ist die Liebe Gottes. Komm nächste Woche zurück, weil das ist nur die Hälfte. Was machst du mit, was du heute gehört hast?
Interessant. Es ist der gute Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, wenn er uns was zeigt. Weil er uns liebt. Weil er uns raus die Dreck herausholen will. Weil er uns aus dem Tod herausbringen will. Und auch als Christ, die Sünde bringt den Tod. Er zerstört uns. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in der Fülle. Ich möchte dich herausfordern. Denke darüber nach. Was sagt Gott zu dir? Es ist aus Liebe. Aus tiefe, tiefe Liebe für dich und für mich, dass er uns was zeigt. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit du Leben hast und Leben in der Fülle. Das Leben ist nur in Jesus, in der Beziehung mit ihm, nur da. Vater, ich danke dir für das Blut, Jesus, das uns reinigt, Herr. Wenn wir zu dir kommen, Herr, dein Blut reinigt uns, Herr. Wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun, Herr. Du hast versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, du bist treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinheit. Herr, danke. Danke für das Blut des Lammes. Danke, dass du uns immer wieder neu reinigst. Und Herr, ich bitte dich, wenn jemand hier heute ist und die sind noch nicht wiedergeboren, die haben nicht richtig diese Umkehr gemacht, Herr, ich bitte dich, dass es passiert. Ich bitte dich, dass du wirklich wirkst auf die tiefste Ebene. Und auch uns, Vater, wo es vielleicht Bereiche geben, die uns nicht bewusst sind, Herr. Das ist die Heiligungsprozess, Herr. Du bist heilig. Wir wollen auch heilig sein, Herr. Um noch inniger mit dir verbunden zu sein. Um noch inniger deine Engel mit dir zu sein. Deine Stimme noch mehr zu hören. Herr, dich zu lieben, noch mehr zu... Herr, weil du bist unser Gott. Du bist unser Gott. Und es ist richtig und es ist gut und es ist wunderbar, dich zu lieben. Dir zu gehorchen, Herr. Herr, danke, dass du das Wollen und das Vollbringen gibst, Herr.